jetzt haben wir die Daten in unserem Computer, ja, und was kann man jetzt über Blumen daraus lernen, ja? Jetzt bin ich der Botaniker und stehe da vorne und frage mich jetzt, ach, das mit den Zahlen wird doch übertrieben, da lerne ich jetzt ja nichts drüber, über verschiedene Irissorten. Das sagt mir jetzt irgendwie nichts, was das und das und das ist. Und Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen das jetzt irgendwie visualisieren, diese Daten, um irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen. Wir wollen so eine Aussage treffen können wie Iris etosa, ach, das sind doch die, die so lange Blütenblätter haben. Ja, sowas wollen wir sagen können. Oder, ja, Versicolor und Virginica, ja, die ist sehr schwer zu unterscheiden. Die Petal Length ist ziemlich ähnlich und so, aber in der und der Variable können wir es dann doch unterscheiden. Aber da macht man viele Fehler, wenn man nur auf die Größen der Blätter guckt. Oder so eine botanische Aussage wollen wir treffen. Und dafür müssen wir jetzt die Daten visualisieren. Okay, und als erstes machen wir das mit einem Scatterplot. Ich nehme mal an, Sie wissen gar nicht, was das ist. Ja, und wenn Sie es gleich sehen, dann sehen Sie, dass Sie sowas schon kennen. Aber ich versuche es mal so zu erklären, dass es jeder versteht. Erstmal machen wir uns das Problem ein bisschen einfacher. Wir gucken uns so einen Subdata-Frame an. Ja, was heißt das jetzt? Ich will jetzt mal nicht alle Daten haben. Sagen wir mal, meine Dataset ist ein bisschen kleiner. Und ich habe nur noch 5 Blüten gemessen und ich habe nur 2 Sachen gemessen. Das sind jetzt also meine Iris-Data. Ja, die ist also viel kleiner. Und die wollen wir jetzt visualisieren. Das nur für Sie, wie das jetzt so geht. Man kann entweder in so einem Trick, in einem Schritt sozusagen, die ersten 5 Zeilen daraus schneiden und dann schneidet man sich die 2 ganz bestimmte Spalten raus mit Namen. Oder man kann das auch mit 2 Schritten machen, wenn man möchte. Das ist jetzt ja einfach nur Code, der äquivalent ist. Was ich jetzt also hier gemacht habe, ist der Ausgangspunkt, ist diese Iris, der Iris Data Frame, der mit 150 Zeilen und 5 Spalten, ja. Und ich möchte mir daraus einen erzeugen, der jetzt nur noch 5 Zeilen hat und 2 Spalten. Und das ist sozusagen, wenn Sie das Schritt für Schritt hier durchgehen sozusagen, dann sehen Sie, dass das mit dem Iris Cell, das ist also so eine Selection von Daten, die in dem Ding drin sind. Okay? Und die visualisieren wir jetzt und ich zeige Ihnen gleich mal den Scatterplot dazu. Das ist jetzt hier der 2D-Scatterplot. Zunächst mal schauen wir mal nach. Also wir haben 2 Spalten. Die eine Spalte wird jetzt an der X-Achse aufgetragen und die andere Spalte wird an der Y-Achse aufgetragen. Und jede Zeile hier korrespondiert zu einem Datenpunkt. Ich habe Ihnen das auch noch animiert. Ja, das ist also der nullte Datenpunkt. Und überprüfen wir das, ob wir wirklich verstanden haben, wie es geht. Das ist der nullte Datenpunkt. Das heißt, was hier unten steht, ist die 5,1, der erste Eintrag. Und der zweite Eintrag ist 3,5. Nehmen wir den nächsten Datenpunkt, also hier haben wir den Eintrag 4,9 und da haben wir den Eintrag 3,0. Und so weiter ist halt jede Zeile einem Datenpunkt zugeordnet. Okay? Gut, kann man sich jetzt fragen, oft sieht man ja auch solche Lineplots, dass man da noch so Linien dran macht, so die Sachen irgendwie verbinden, die Punkte oder sowas. Macht hier keinen Sinn. Warum nicht? Weil die Datenpunkte keine bestimmte Reihenfolge haben. Ja, wenn das jetzt Messungen wäre einer Pflanze, und das ist sozusagen die Messung vor 5 Wochen, das ist die Messung vor 4 Wochen, die Messung vor 3 Wochen, vor 2, vor 1 Woche, dann hätte jede Zeile so eine Art Timestamp und dann macht das irgendwie Sinn, die Punkte zu verbinden und zu sehen, wie sich die Blüte über die Zeit entwickelt. Ja, dann könnte sein, dass am Anfang wächst das in die eine Richtung, dann in die andere und so weiter und dann hätten wir so eine zeitliche Trajektorie da über diesen Plot. Aber in diesem Fall ist die Reihenfolge der Punkte ja völlig irrelevant. Ja, das waren einfach die Blumen, die da gerade stehen. Und ich habe sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge gemessen. Das heißt, deswegen macht man hier nur einen Punkt hin und keine Linie zwischen den Punkten. Ja, und wenn man so eine Art Linienplot macht, wo man die Punkte nicht verbindet, dann nennt sich das Ganze Scatterplot. Ja? So, jetzt schauen wir uns mal an, wie schwierig das ist, in Python zu programmieren. Im Wesentlichen ist es ein Einzeiler. Also wir benutzen hier eine Library, die heißt Plotly Express. Ja, ich zoome das hier mal rein. Das geht gar nicht. Geht es wirklich nicht? Nee. Die heißt Plotly Express. Die wird als PX mit dem Namen PX reingeladen. Und dann benutze ich die Funktion PX.scatter. So, die funktioniert jetzt so. Diese ganzen Funktionen in Plotly Express funktionieren so. Am Anfang wird die Variable reingeschrieben mit dem Datenframe. Also die alle Daten drin hat, alle Spalten. Und anschließend gebe ich hier diesen 2 Variablen, x und y heißen die jetzt hier bei dieser Funktion, gebe ich denen sozusagen einen Spaltennamen. Ja? Und dann bedeutet das jetzt, dass wenn jetzt dieser Plot gemacht wird, dass sozusagen für die x-Achse wird sozusagen die Sepal Length genommen und für die y-Achse wird die Sepal Width genommen. Das ist schon alles. Ja? Und das ist halt sehr elegant, weil ich da jetzt nicht irgendwie mit eckigen Klammern irgendwie Spalten und sonst wie aus dieser Tabelle rausholen muss, sondern ich kann da einfach mit den Labeln der Spalten reingehen in diesen Data Frame. Okay? Und so ist der Aufbau eigentlich immer.
abstrakter gesprochen, die Befehle sind typischerweise so, am Anfang kommt ein Data Frame rein, ja, so eine Datenstruktur. Und anschließend kann ich einzelnen grafischen Elementen, in diesem Fall ist das X eine Art grafisches Element, Y ist ein grafisches Element, die Farbe, die Größe könnte auch noch grafische Elemente sein, denen kann ich Spaltennamen zuordnen. Ja, das ist also das typische Vorgehen. Gut, hier ist jetzt nochmal der Befehl, nochmal einmal aufgeschlüsselt. Als erstes muss ich diese fancy Plotting-Toolbox reinladen. Es gibt auch andere, aber diese Plotly Express, die ist für unsere Zwecke wirklich ganz wunderbar. Ja. Und der Name heißt also Scatter, das ist also eine Library-Function in diesem Plotly Express. Und dann kann ich den einzelnen Achsen sozusagen jetzt Spalten in meiner Datentabelle zuordnen. Ja, und dann funktioniert das Ganze einfach automatisch. Hier gibt es jetzt noch schöne Sachen. Wenn ich das jetzt mal mit der Maus hier über diesen Punkt so drüber gehe, dann zeigt mir diese Visualisierung dann auch noch den Datenpunkt irgendwie an. Das kann ich Ihnen gleich nochmal in dem Notebook zeigen. Da funktioniert das. Auf meinen Slides funktioniert das jetzt hier natürlich nicht. Okay. Wir benutzen also die Plotly Library nochmal für Sie alle zum Mitschreiben. Das ist also die, die ich Ihnen empfehlen würde, die Sie erstmal nutzen sollten. Und Dokumentation gibt es natürlich auch. Eine andere, die typischerweise benutzt wird, die heißt Matplotlib. Ja, die ist eigentlich viel weit verbreiteter, habe ich so den Eindruck, so gerade in der jetzt so bei Informatikern oder so. Aber ich habe jetzt diese Plotly Express Library letzte Woche kennengelernt und ich benutze jetzt ab jetzt nur noch die, glaube ich. Die ist wirklich besser. Die ist schön einfach. Gut, machen wir einen Scatterplot von allen Iris-Daten. Ja? Hier ist nochmal die ganze Tabelle. Hier ist jetzt der Befehl im Small Print. Was habe ich jetzt hier geändert? Ich habe einfach nur den Data Frame ausgetauscht. Vorher stand da Iris underscore select und jetzt steht da einfach nur noch Iris. Das heißt, der Befehl ist jetzt genau der gleiche. Ich habe mir den Befehl klar gemacht mit der kleinen Dataset sozusagen und wende ihn jetzt einfach auf die ganze Dataset an. Ja? Und bekomme dann diesen wunderbaren Scatterplot. Und das führe ich Ihnen jetzt auch einmal live vor. Mal schauen, wie das geht. Zunächst mal, was haben wir denn alles für einen Kram drin? Das hier sind Daten von Ihnen, die sind aber anonymisiert. Das ist von irgendeinem Aufgabenzettel, die zeige ich Ihnen gleich auch noch visualisiert. Hier werden die Iris-Daten reingeladen und die Zelle muss ich also jetzt einmal ausführen. Da will er sie aus dem Internet nochmal frisch runterladen und dann sind die da. So, die sind jetzt da und ich kann in anderen Zellen diese Variable Iris natürlich jetzt benutzen. Okay? Und machen wir das mal. Wir machen einfach hier einen neuen Befehl, also eine neue Zelle auf und mal sehen, ob ich alles, weiß noch nicht, ob ich es reingeladen habe, Plotly Express SPX. Laden wir zur Sicherheit nochmal rein und dann sagen wir einfach Scatter von Iris, ja, PX Scatter von Iris, dann arbeite mal, ja, dann macht er irgendwas, ja, ist aber nichts drin. Warum nicht? Weil wir die grafischen Elemente nichts zugeordnet haben. Das heißt, er ist sofort fertig. Der muss nichts machen, wenn er will ihm sozusagen nicht sagen, dass er irgendwie hier grafische Elemente bekommen hat. Gehen wir dem jetzt mal, für die X-Achse möchten wir gerne die Sepal Length haben und für die Y-Achse wollen wir die Sepal Width haben. Und siehe da, das Ganze funktioniert dann und wir bekommen diesen wunderbaren Plot. Ich gucke mal, ob ich das hier noch irgendwie so ein bisschen platzsparender anordnen kann. So. So, das soll weg. Die Tools auch. So. Jetzt ist das Nette an diesem Plot hier, dass ich hier auch rumfahren kann mit der Maus und dann zeigt er mir für die einzelnen Datenpunkte jeweils auch noch den Wert an. Das ist jetzt in dem Fall jetzt nicht so spannend, aber ich kann hier halt andere Informationen auch anzeigen. Mit einem kleinen Befehl könnte ich sagen, und wenn ich über so einen Datenpunkt drüber hovere, was der Fachausdruck ist, so ein Hovering, ja, dann soll er mir bitte irgendwie die 17. Spalte da anzeigen und die bitte dann da noch als auf dem Bildschirm sozusagen drauflegen. Das ist also in manchen Situationen ganz praktisch. Außerdem kann ich jetzt hier noch in diesen Plot auch reinzoomen. Das ist jetzt hier auch nicht so spannend, aber ich kann hier mir sozusagen hier eine Stelle irgendwie vergrößern und damit so ein bisschen so interagieren. Oder das Ganze irgendwie jetzt so hin und her schieben und diese Daten halt studieren. Jetzt sind die Iris-Daten nicht so spannend, aber Sie können sich vorstellen, dass wenn man interessantere Daten hat, dass es irgendwie praktisch ist. Und das wird halt alles jetzt so mitgeliefert aus dem Plotly. Insbesondere können Sie das Ding auch exportieren und können das Ganze jetzt einfach als PNG oder als PDF oder was weiß ich abspeichern und in Ihren Talk reinkopieren. Wobei das können Sie natürlich auch so machen und dann mit diesen Betriebssystemfunktionen rauskopieren. Gut.
Soweit so gut, das ist unser erster Scatterplot. Ja, nochmal zur Wiederholung, wir haben also einfach da jetzt nur diesen Dataframe Iris Select ersetzt durch einen anderen Dataframe, und zwar einen mit 150 Datenpunkten. Klar, Moment, hab Sie gesehen. Und geben dann hier sozusagen die Spalten an, die wir jetzt visualisiert haben wollen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wir haben natürlich 4 Spalten oder 5 Spalten, wie können wir jetzt noch mehr visualisieren? Frage? Genau. Ich sehe, Sie sind schon voll im Thema drin. Das macht man irgendwie über die Argumente, aber wie genau, wissen wir jetzt ja gerade gar nicht. Das heißt, wir machen eine Quick Google Search und versuchen das dann rauszukriegen. Aber irgendwie so muss es gehen. Und wo Sie das jetzt fragen, versuchen wir es mal rauszufinden. Mache ich jetzt also eine Google Search nach Plotly Express, heißt das Ding, in diese Toolbox. Und dieser Befehl hieß Scatter. Wir wollen irgendwas über Hoover wissen, ne? Schreibt man das so? Mit einem O vermutlich. Gucken wir mal, was rauskommt. Plotly Express. Ah, Hoover Name Country. Ah ja, okay. Da sehen wir jetzt also, dass man da scheinbar noch so ein Hoover Name Argument hat. Ja, das lädt jetzt irgendwie rein. Dauert uns zu lange. Wir machen das mal, wir probieren das gleich aus. Also wir geben jetzt hier mal an. Hoover Name. Und dann geben wir da jetzt was anderes an. Und zwar die Petal Length. Ja, eine andere Spalte. Und dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Okay, keine Fehlermeldung, das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir uns an, was da jetzt steht, und er zeigt uns da die 1,5 an. Und die 1,5 hat er sozusagen aus der entsprechenden Spalte dieses Datenpunktes rausgeholt. Genau, also so kann man das machen. Das heißt also, der Key hier ist jetzt nicht, sich alles zu merken, wie die einzelnen Befehle gehen und ob das X und Y oder A und B ist oder so, sondern sich nur klar zu machen, was geht und dass das irgendwie über die Argumente geht, und den Rest, den googelt man sich dann zusammen. Okay, so kann man dann vorgehen. Und tatsächlich, Tobias Oelver hat gerade auch noch was zusammengebastelt, so einen schönen Plot, den wir gleich noch sehen werden. Und da googelt man halt dann rum, wie man die Sachen passend konvertiert, und dann probiert man aus, funktioniert nicht, und man spielt halt so rum. Das ist das übliche Vorgehen. Ja? Also man sieht die meiste Zeit nur Fehlermeldungen so als Informatikerin und Informatiker. Und daraus bastelt man dann irgendwas. Das Gute ist, wenn es dann einmal funktioniert, bleibt es auch so meistens. Ja? Gut, soweit so gut. Haben wir jetzt also schon Scatterplots gemacht. Die Frage, die jetzt hier im Raum stand, ist, wie können wir denn noch mehr Spalten visualisieren, ja? Und das können wir machen, indem wir noch Farbe dazu packen, ja, mit Farben. So, schon geschehen, ja, wie geht das? Man achtet ja einfach nur ein weiteres Feld, das heißt Color. Und dem gebe ich wieder einen Spaltennamen einfach dazu. In diesem Fall, welchen gebe ich ihm jetzt mal? Die Klasse. Ja, die Klasse sind halt diese verschiedenen Blumen, also die verschiedenen Sorten. Und dass er jetzt diese Farben genommen hat, das könnte ich auch alles genau einstellen, bis ins kleinste Detail. Aber die Default-Werte, die Standardeinstellungen, die sind einfach so gut, es funktioniert sofort. Und was wir jetzt sonst noch gesehen haben, war ja auch überraschend, dass er hier Sepal Length und Sepal Width so automatisch dran schreibt. Ja, bei Matplotlib müssen sie das alles von Hand machen und dann von Hand die ganzen Sachen da so dran frickeln. Er hat jetzt ja auch automatisch eine Legende gemacht für diese verschiedenen Farben und sagt mir halt einfach, die Spalte Klasse hat für die blauen Punkte den Wert Iris Setosa. Okay? So, und jetzt wird es allmählich richtig interessant, weil jetzt sehe ich hier, die blaue Gruppe, die liegt irgendwie hier oben, und die anderen beiden, die liegen irgendwie hier unten. Ja, was heißt das denn? Das heißt also, für diese Sepal, das war ja eine von diesen beiden Blütenblättersorten, ja, die haben also eher große Länge und sind dann sehr, sehr schmal. Das sind also eher so langgezogene Schmale. Und das hier, das sind also eher so Breite, die sozusagen ein bisschen kürzer sind. Das heißt, das ist also ein Unterscheidungsmerkmal von dieser Iris Setosa. Und das sehe ich jetzt hier so mit einem Blick auf diese Grafik. Ja, man kann dann da eine Hypothese aufstellen und sie dann natürlich wieder im Feldversuch testen oder dann checken, ob das wirklich funktioniert. Oder ob es noch andere Sorten. Andererseits sehe ich, dass diese beiden Merkmale sind jetzt nicht so gut, um Versicolor und Virginica zu unterscheiden oder sowas. Ja, das kann ich jetzt halt sehen. Das habe ich vorher in, wo haben wir diesen View? Ich zeige Ihnen den noch einmal, weil er so schön ist. Ja, hier sehen Sie das nicht. Ne? Da kriegt man kein Gefühl für die Daten. Da sieht man nicht irgendwie, wie die einzelnen Klassen sich unterscheiden. Das sieht man erst sozusagen, wenn man die Sachen übersetzt in eine Grafik. Gut. Schauen wir mal nach, was wir sonst noch machen können. Also jetzt haben wir immerhin schon mal, mal sehen, ob ich das auch richtig hier visualisiert habe. Ja, jetzt ist die Klasse auch noch dabei. Die Legende haben wir auch automatisch bekommen. Jetzt ist noch die Frage, könnten wir denn als Farbe auch eine der anderen Spalten nehmen? Ja, und jetzt nehme ich mal Sepal Length.
Warum nehme ich Sepal Length? Weil ich die Sepal Length ja auch hier an der Achse visualisiere. Das heißt, was erwarte ich jetzt, wenn ich die Sepal Length nehme für die Farbe? Dass ich irgendwie die Punkte so schön von blau nach grün, von links nach rechts visualisieren sozusagen. Ja, dann ist das so, wie ich es mir vorstellen würde. Und wenn ich das also mache, dann funktioniert das tatsächlich so. Das heißt, hier habe ich so ein dunkelblau bis gelb. Und das ist jetzt nur so eine Art Sanity-Check. Ich habe jetzt hier nichts Neues gelernt. Ich habe auch nicht eine neue weitere Information in diese Grafik reingepackt. Ich habe aber sozusagen nur mal ausprobiert, wie das so funktioniert. Ja? Und ich sehe, dass sozusagen entsprechend der Achse wird die Sache also eingefärbt. Eine andere Sache, die ich gelernt habe, ist, es geht also nicht nur mit solchen diskreten Werten, wo ich vielleicht nur 2, 3 Klassen habe oder sowas für Farbe, sondern ich kann also auch eine reelle Zahl nehmen, um die Sachen einzufärben. Ja, das ist also in manchen Fällen, kann das irgendwie ganz schick sein. Gut, so weit, so gut. Also wir haben eine passende Legende dazu bekommen und in manchen Fällen macht das halt Sinn, die Farbe zu benutzen. In diesem Fall finde ich, ist das jetzt nicht so eine ideale Wahl, sondern da finde ich eigentlich geschickter, wenn man die Klasse nimmt für die Farbe. Weil die Farbe ist eher so was Diskretes, was man so unterscheiden kann, wenn die Farben so richtig unterschiedlich sind. Ja, und sowas wie so eine Länge oder sowas ist ja eher sowas, was man in Zentimetern misst. Das kann man halt dann auch besser entlang von so einer Achse darstellen. Ja. Aber das sind letztendlich freie Entscheidungen. Da können Sie hier oben das beliebig mit rumspielen und irgendwie diese Spaltennamen, also diese Column Names sozusagen hier diesen grafischen Attributen zuordnen. Okay, gut. Was können wir sonst noch machen? Wir haben jetzt also schon 3 Spalten visualisiert, das ist also ganz schön. Können wir noch mehr Informationen reinpacken? Ja, geht. Macht vielleicht auch nicht super Sinn, aber kann man machen. Und zwar, indem wir diese Dot-Größe auch noch verändern. Ja, und Englisch Größe heißt Size, das heißt, Sie wissen schon, wie der Befehl hier oben aussieht. Da kommt einfach ein Komma Size gleich mit dem Column Name dahinter. Und dann hat man es. Also Size, Petal Length. Und jetzt wird sozusagen die Größe wird eingestellt, abhängig von dieser Variable. Ja, und nochmal Werbung für diese wunderbare Toolbox. Ich musste mich jetzt hier nicht darum kümmern, dass das irgendwie gut aussieht. Das sah jetzt automatisch gut aus. Da steckt eine Formel hinter, die jetzt irgendwie diese Zahlen von 1,4 bis 2,0 oder sowas irgendwie in Pixelgrößen umrechnet. So auf eine Art, sodass es auf dem Bildschirm gut aussieht. Und das hat er also einigermaßen automatisch hingekriegt. Das kann man natürlich jetzt auch noch von Hand einstellen, wenn Sie gerne möchten, dass die Größen halt noch größer sind oder die Größen sollen kleiner sein. Dafür gibt es diese 35 Argumente der Funktion Scatter, wo Sie das alles ganz genau einstellen können. Ne? Gut, prima. Das heißt, wir haben das doch dazugefügt und jetzt haben wir schon 4 Spalten. Jetzt kommt die Intermission, ja, kurze Unterbrechung. Und jetzt kommen diese schönen, echten Daten von Ihnen, ja, die Sie geliefert haben, indem Sie die Hausaufgaben gemacht haben mit dem ILIAS-System. Okay? Da zeige ich Ihnen das jetzt hier in dem Safari. Wo haben wir sie? Da oben ist es. Das sind die Daten. Aber ich zeige Ihnen, wie ich sie reingeladen habe. In dem ILIAS-System kann man halt diesen Test sozusagen zusammenfassen in so eine Comma-Separated List, also in so einer CSV-Datei. Kann man sich also rausschreiben lassen, Exercise Nummer 2, was waren denn da die Ergebnisse? Und dann kann man irgendwelche abgefahrenen Bearbeitungen darauf noch machen. Das hat sich jetzt alles hier der Herr Oelwer ausgedacht. Da mussten halt so Sachen wie Zeit mit Stunden, Minuten, Sekunden umgerechnet werden in Sekunden, damit wir eine Spalte haben, wo nur Sekunden drin stehen und nicht Stunden, Minuten und Sekunden, sondern wir wollten wissen jetzt einfach nur mal, wie lange haben Sie denn für diese Sachen jetzt gebraucht und so weiter und so fort. Und da muss man halt so ein bisschen rumrechnen. Am Ende ist der Aufruf aber einfach nur ein PX-Scatter Data, der Data Frame, und dann sagt man, was X ist, wir sagen, was Y ist, wir sagen, was Color ist, ist das Testergebnis, ob Sie bestanden haben oder durchgefallen sind. Und dann gibt es noch die Size, das ist sozusagen die Bearbeitungsdauer, wie lange Sie da dran gesessen haben. Ich zeige Ihnen mal eben die Daten hier, also wichtig ist noch diese Zeile hier oben. Man kann jetzt auch data.drop machen und dann kann man Spalten angeben, die aus der Tabelle gelöscht werden. Die sind also im Dataframe nicht mehr drin. Das heißt, das ist also die Anonymisierung. Ja, normalerweise sind in der CSV-Daten natürlich sind da jetzt auch Ihre Benutzerkennung drin und Ihr Name. Die muss ich ja auch wissen, sonst kann ich Ihnen ja keinen Schein schreiben hinterher. Das ist also wichtig, dass das da ist. Aber jetzt für die Visualisierung schmeiße ich das natürlich raus. Da gibt es halt dann in Pandas einen schönen Befehl für, um so eine Spalte rauszuschmeißen. Und die Daten sehen dann halt so aus, dass wir diese ganzen Sachen jetzt über Sie wissen. Ja, 0 ist jetzt eine Person. So viele Punkte hat eine Person bekommen. Es hätten 100 sein können, bestanden. 10 Aufgaben bearbeitet, bla bla bla. Bearbeitungszeit in Minuten und Sekunden. Das muss man dann in Sekunden noch umrechnen.
Und erster Aufruf, letzter Aufruf und die Einzelergebnisse für diese ganzen Sachen, die Sie da gemacht haben. So, wenn man das jetzt visualisiert, dann wollen wir mal schauen, was wir hier rauskriegen, was ich da für eine Story rausmachen kann. So, hier sind Ihre Daten visualisiert mit, einmal zu viel geklickt, wo sind Sie? Da. So, zunächst mal die Farbe, ja. Blau heißt bestanden, rot heißt nicht bestanden. Das heißt, alle, die über 50% sind, sind blau, alle, die da drunter sind, sind rot. Das ist jetzt einfach ein bisschen redundant mit dem Testergebnis in Punkten. Dann sehen wir hier jetzt sozusagen den letzten Aufruf. Da sehen wir also, welche Leute da früh dran gehen an die Zettel. Ja, das heißt also, die Leute hier, die haben sozusagen einen Tag vor der Abgabe das Ganze zum ersten Mal aufgerufen. Und die Leute hier, die haben das sozusagen gleich am ersten Tag neugierig losgelegt und haben mal ausprobiert. Zum einen sehen wir, dass die Leute, die jetzt hier rot sind, die es nicht mehr gepackt haben, ja, die sind eher die sollten also vielleicht früher anfangen. Wenn die früher anfangen, ja, dann werden die auch irgendwann blau sein. Ja, die werden das schon noch schaffen. Sie müssen halt nur einfach früh mit der Bearbeitung anfangen. Das andere, was man sehen kann, die Bearbeitungszeit, die Leute, die roten hier unten, die haben sich auch nicht so viel Zeit genommen wie der blaue hier an dieser Stelle. Ja, der hat halt einfach erheblich mehr Zeit verbracht. Der hat hier, ich kann das jetzt mit dem Hoovering darstellen, 5400 Sekunden damit verbracht. Ja, eine Stunde hat 3600 Stunden. Ja, der hat also fast 2 Stunden daran gesessen. Der jetzt hier, der hat nicht eine ganze Stunde daran gesessen. Und der hier hat 83,800, der hat also ungefähr 15 Minuten damit verwandt und dann gesagt, nee, mache ich doch nicht. Das heißt natürlich jetzt nichts, der ist dumm oder schlau oder sonst wie. Ist einfach nur, der hat dann vielleicht die Lust verloren und gedacht, ach nee, mache ich doch jetzt nicht. Ich habe jetzt was anderes, Wichtigeres zu tun. Ich muss die Kinder vom Kindergarten abholen oder was weiß ich. Gibt ja immer gute Gründe auch. Aber das ist halt interessant, dann zu sehen, was man da so aus solchen Daten rausholen kann. Und wie gesagt, das Beispiel, das ist jetzt hier wirklich nur so hingerotzt. Ja, das ist wirklich nur so innerhalb von Sekunden erzeugt von dem TA. Ja, da war jetzt nicht viel Aufwand da. Aber es ist interessant, also es ist halt interessant zu sehen. Und man kann ähnliche Plots machen für Anzahl der Aufgabenzettel, die bearbeitet wurden und Klausurergebnis, ja, in Info 1 oder sowas. Und da sieht man auch, da kann man halt Muster erkennen. Da sind halt Leute, die schrappen an den 50% vorbei, bleiben aber bis zum Ende dabei und bestehen noch die Klausur. Und dann gibt es andere Leute, die machen am Anfang alle Zettel. Dann haben sie ihre 50% Klausurzulassung bekommen und machen nie wieder Übungsaufgaben und die fallen durch. Und solche Muster kann man da halt erkennen. Ja. Ganz interessant, ja. Und ich hoffe, Sie interessiert das auch. Aber mir ist klar, das ist jetzt für Sie auch nur so ein Bonbon, diese Vorlesung. Wenn Sie da jetzt nicht so fleißig mitmachen, das ist nicht schlimm, ich nehme es Ihnen nicht übel. Gut, das war die Intermission, das waren also die echten Daten, die wir von Ihnen haben. Hier nochmal der Scatterplot. Ja, die Größe machte jetzt meiner Ansicht nach in diesem Fall nicht so viel Sinn. Für diese Sachen. Eigentlich ist das eine ganz gute Visualisierung. Und es gibt halt noch einen Trick, wie man alle Spalten auch anzeigen kann. Oder noch mehr, indem man einen 3D-Scatterplot macht. Okay? 3D-Scatterplot, tolle Sache. Hier haben wir jetzt 2D-Scatterplot, 2 Achsen. Sie können jetzt schon raten, wie der Aufruf sein wird. Genauso, nur dass hier irgendwo noch 3D steht. Und dass wir zusätzlich noch eine Variable Z haben, der wir auch eine Spalte zuordnen können. Ich zeige Ihnen, wie es aussieht. Und dann kriegen Sie irgendwie sowas Tolles. Buntes Sache. Ich habe jetzt auch die Sachen so eingefärbt. Ich zeige Ihnen es aber auch noch in Safari, weil es so schön ist. Wo haben wir das hier? Ja, da ist jetzt der. Nehmen wir den einfach als Ausgangspunkt. Den Hoover, den lassen wir mal drin. Gehen wir mal davon aus, dass es auch funktioniert. Dann nehmen wir jetzt noch die Petal Length dazu. Und außerdem wollten wir noch die Color als Klasse dazu haben. So. Und abschicken und Error. Ah, Unexpected Argument Set. Komisch, so einfach ist es dann doch nicht. Der 3D-Scatterplot erfordert also, dass ich einen anderen Befehl nutze. Okay, das geht also nicht mit dem Befehl Scatter. Da an der Stelle gibt es jetzt auch wieder einen Trick. Sie können jetzt hier so Tabulator machen und dann zeigt er Ihnen alle Befehle, die mit Scatter anfangen und in der entsprechenden Toolbox drin sind. Ja, ich kann das auch anders machen. Ich kann mich auch hinter das PX stellen und dann Tabulator machen. Dann zeigt er mir alle Befehle sozusagen, die es in dieser Toolbox PX gibt. Ja, das ist also sehr praktisch. Insbesondere sehe ich jetzt hier, dass es wahrscheinlich irgendwie 3D ist oder sowas und dann führen wir das Ganze aus und siehe da, wir haben unseren 3D-Scatterplot. Ja, und das ist jetzt so richtig cool, weil den kann man dann auch so anfassen und drehen und so. Und das ist alles nur HTML-Programmierung. Das ist einfach geschickt gemacht. Ja, das heißt, da kann man jetzt hier irgendwie sich die Daten aus allen möglichen Winkeln ansehen. So sieht man halt irgendwie gar nicht viel. Ne? Dann denkt man irgendwie so, ja, die Klassen lappen alle übereinander, wenn ich so gucke. Ja, wenn ich das Ganze jetzt aber irgendwie geschickt drehe, dann sehe ich irgendwie,
vielleicht zwischen der Versicolor und der Virginica, wenn ich so auf die Daten gucke, dann sehe ich da doch einen Unterschied. Ja, wenn ich also diese Features kombiniere, diese Spalten von den kleinen und den großen Blütenblättern und mir da drei Features gleichzeitig angucke, dann kriege ich da doch irgendwie noch eine Linie zwischen und kann sagen, das ist die eine Sorte, das ist die andere Sorte. Ja. Andererseits wäre es ja auch komisch, wenn man da keine Linie irgendwie zwischenkriegt. Irgendein Botaniker hat sich ja diese Namen ausgedacht. Da muss es ja irgendein Unterschied sein. Ja? Und sei es die Farbe oder sei es irgendwie der Geruch oder sonst was. Natürlich, solange wie Sie den nicht in Ihrer Tabelle drin haben, können Sie das natürlich dann auch nicht differenzieren. Hier sehen Sie jetzt noch ganz hübsch, oder zeigt Ihnen dann auch noch an für jeden Datenpunkt. Zum einen, wo er auf diesen verschiedenen Achsen liegt. Ja? Und halt auch noch unser Hoovering, das funktioniert immer noch. Da zeigt er immer noch diese 5,1 an, diese Variable, die wir dazugeordnet haben. Gut, soweit so schön. Das ist ja schon ganz erfolgreich. Wir müssen also einen anderen Namen hier nehmen und haben jetzt noch eine Z-Achse zur Verfügung. Kann man auch alle Spalten darstellen? Na, vierdimensionaler Scatterplot ist jetzt schwieriger. Aber es gibt noch andere Tricks. Man kann eine Matrix von 2D-Scatterplots anzeigen. Ja, und das zeige ich Ihnen einfach, wie es aussieht. Das sieht einfach so aus. Schauen wir jetzt mal, was jetzt hier dran steht. Ich habe jetzt hier nicht mehr einen einzelnen Scatterplot, sondern ich habe jetzt 5x5 Scatterplots. Ja? Und zwar wird jetzt hier jede Spalte gegen jede andere Spalte als Scatterplot gebastelt. Und das Ganze ist jetzt nicht eine Matrix von Zahlen oder so, sondern es ist eine Matrix von Scatterplots. Also jeder Eintrag in dieser Matrix ist ein Scatterplot. Aber damit wollen wir natürlich nicht rumrechnen oder irgendwie. Das heißt, wir könnten das Ganze auch einfach Tabelle nennen oder sowas. Ja? Zum Beispiel hier wird die Sepal Length genommen und gegen alle anderen Variablen, gegen alle anderen Spalten geplottet. Insbesondere, wenn ich die Sepal Length gegen die Sepal Length plotte, dann liegen die Punkte alle auf der Diagonale, weil halt der Wert der X-Achse exakt gleich dem Wert auf der Y-Achse ist. Okay? Ja, deswegen habe ich hier auf dieser Diagonale hier immer solche Diagonalteile. Dann gibt es noch so etwas Komisches, dass ich hier eine Klasse habe. Das sind eigentlich ja drei Strings. Aber das Programm ist relativ schlau und sagt halt einfach, gut, drei so Strings, so eine Kategorie sozusagen, da nehme ich dann einfach drei verschiedene Stellen auf der Y-Achse, um das zu visualisieren. Richtig interessant sind eigentlich nur diese 4x4 Dinger in der Mitte. Die anderen sind jetzt so, ja, man sieht hier schon Unterschiede dann zwischen den Klassen für diese einzelnen Variablen, aber eigentlich will man nur diese vier haben. Zunächst mal, wir haben was gemacht, einfach einen neuen Befehl, px_matrix. Ja, und ich brauche jetzt hier eigentlich nur ein Dataframe angeben. Ich habe aber zusätzlich noch gesagt, die Farben bitte so wie die Klassen, weil das immer so schön aussieht. Hätte ich aber auch weglassen können. Das heißt also, Scatter Matrix kann ich also einfach auf so ein Dataframe anwenden und er macht mir dann über alle Spalten, mit jeder anderen Spalte einen Scatterplot. Okay. Jetzt könnte man auch diese Class-Spalte rausschmeißen und das geht so mit einem weiteren Parameter von dem Befehl Scatter Matrix, der heißt Dimensions. Und da kann ich jetzt also die angeben, für die ich jetzt sozusagen meine Matrix haben möchte, die in der Matrix vorkommen sollen. Und die nicht vorkommen sollen, die lasse ich halt jetzt hier weg bei diesen Dimensions. Ja? Wieder einfach nur so ein Befehl, der das dann halt irgendwie passend macht. Gut. Alternativ kann man natürlich jetzt hier auch clever sein. Und man sagt iris.columns. Iris ist ja ein Data Frame und iris.columns, fast wie ein Befehl, aber der gibt mir sozusagen eine Liste mit den Strings aller Spaltennamen raus und ich nehme die Liste und schmeiße das letzte Element weg. Ja? Das ist halt irgendwie wieder so Python-Tricks-mäßig. Aber Sie können es auch, Sie können es auch zu Fuß machen und einfach alles ausschreiben. Ne? Geht auch. Hat den gleichen Effekt. Gut, weitere Beispiele. Jetzt hat man diese tolle UCI blablabla Webseite mit anderen Sachen. Es gibt so eine andere Dataset mit Qualität von Rotweinen. Ja, da hat irgendwer ganz viele Rotweine vermessen und zwar chemisch und am Ende noch so eine subjektive Qualität dahinter geschrieben. Ja, typisches Machine Learning Problem. Sage mir doch jetzt mal die Qualität aus diesen chemischen Zahlen voraus. Ja, sowas wäre dann eine interessante Aufgabe. Gucken wir uns auch noch an in einer anderen Vorlesung. Wir wenden jetzt einfach nur ganz faul diese Funktion Scatter Matrix darauf an und dann kriegen wir halt so eine Visualisierung. Da kann man jetzt wieder drüber streiten, kann man da jetzt viel sehen oder nicht. Das ist jetzt ja auch in 2 Sekunden hingetippt. Ja? Das heißt, das ist jetzt hier nicht so hübsch geworden, weil wir da so viele Strings haben, liegen die alle doppelt.
Bevor Sie da also jetzt diese Sache jetzt in Ihrem Paper verwenden, müssten Sie jetzt irgendwie mal mit den Parametern von Scatter Matrix weiter mit rumspielen. Und zwar irgendwie nach Text Size googeln und solchen Sachen, um irgendwie rauszukriegen, wie Sie diese Labels irgendwie lesbar machen können. Ja? Aber glauben Sie mir, das kriegt man irgendwie hin. 2 Stunden später und der Plot ist super. Ja? Und Sie können ihn auf Ihre Webseite packen. Gut. Da kann man also ganz viel mit rumspielen und wenn man gute Grafiken machen will, dann braucht man sehr, 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 sehr viel Zeit. Das ist halt so. Kurze Zusammenfassung von Scatterplots. Ja? Einerseits gibt es 2D-Scatterplots, ja? Damit kann man also 2 Spalten einer Datentabelle visualisieren. Und zwar mit der horizontalen und der vertikalen Achse. Dann gibt es 3D-Scatterplots, ja? Mit denen kann man 3 Spalten visualisieren. Und in diesem Tool kann man auch so schön so 3D-mäßig rumdrehen. Dann kann man die ganze Sache noch einfärben, ja, haben wir jetzt hier auch gemacht. Ja, man hat also damit noch eine weitere Spalte mit drin. Und für die Farbe ist halt geschickt, wenn man da eine Spalte nimmt, wo so diskrete Werte drin sind, sowas wie eine Klassenzugehörigkeit oder irgendwas anderes, was jetzt nicht eine reelle Zahl ist, sondern was einen diskreten Wert hat. Das ist meistens da schlau. Dann gibt es noch diese Dot-Größe kann man auch angeben. Ja, das kann also auch eine Zahl sein, die man irgendwie quantifizieren kann.